Was um alles in der Welt ist denn mit ihrem Bauch los? Was hat die denn da? Oh, warte, was? Alter, das glaubt ja niemand. Ey, diese Frau hatte einfach in den Bauch ein. Jo, was kommt denn? Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Ladies und Gentlemen, es gibt wirklich tatsächlich auf dieser Welt einige extrem, extrem außergewöhnliche Sachen. Und dazu gehören manche Menschen. Sei es irgendwie ein besonderes Aussehen, ein besonderes Talent oder etwas komplett wirklich Unerwartetes. Genau das schauen wir uns heute an. Ihr habt mir nämlich wirklich die außergewöhnlichsten Sachen und die außergewöhnlichsten Menschen der Welt zugeschickt. Wir klicken da jetzt direkt mal rein. Falls ihr noch neu seid auf meinem Kanal, Leute, ganz, ganz wichtig. Unter mir steht irgendwo abonnieren, wenn das noch rot leuchtet, klickt einmal drauf, ey, kommt. Dann habt ihr die nächsten 5 Tage Glück, okay? Ich werde dafür sorgen. Wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, dann habt ihr die nächsten 5 Tage Glück. Ich werde alles dafür tun. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns direkt hinein. Let's go mit den außergewöhnlichsten Personen der Welt. Okay, Nummer 1. Alfie Clan. Alfie Clan. This list is pretty spectacular. Okay, was hat der Junge? 100 million syndromes and diseases. Okay. Alfie Clamp doesn't have any of that. Hey, the reason he's number one is because there's no one else in the world like him. Es gibt Alfie niemanden in der Welt wie ihn. Disabilities, including being blind, and oh has had a rough childhood. The reason for his disabilities is his 7th chromosome has an extra strand of material. Oh mein Gott, Ladies und Gentlemen, der erste Platz ist ein Junge, der außergewöhnlich ist. Er ist leider blind, er hat verschiedene andere Eigenschaften noch, aber der Grund dafür ist, weil sein 7. Chromosom sich irgendwie nicht perfekt entwickelt hat oder irgendwie ein paar besondere Stoffe hat, die man normalerweise nicht hat. Ey, der arme Junge, Alfie, Bruder, Alfie. Bleib stark, Alter, die Marki-Gang steht hinter dir. Okay, was ist denn? Lizzie Velasquez. A lot of people would like to lose weight, but Lizzie Velasquez would probably do anything to gain weight. Oh mein Gott, die kann glaube ich nicht zunehmen. Lizzie is from Texas, and she needs to eat every 15 minutes was? To stay alive. Yes, every 15 minutes alle she needs to eat to live. Essen. Lizzie suffers from a condition called neonatal progeroid syndrome, oh my which means God. She can't gain weight. She eats around 5,000 to 8,000 calories a day, oh Gott, oh but Gott, has never weighed more than 70 pounds in her entire life. She is one of 3 people in the world with neonatal progeroid syndrome. Alter Schwede, Leute, oh mein Gott, wie krass! Diese Frau, die wir gerade gesehen haben, Leute, die würde sehr gerne zunehmen und die isst den ganzen Tag. Sie isst am Tag zwischen, ich glaube, der hat gesagt, 3 oder 4 bis 8000 Kalorien. 8000 Kalorien! Für die, die den Überschlagswert nicht kennen, ein normaler, ich glaube, erwachsener Mann, er braucht ungefähr 2200 Kalorien oder so am Tag und die isst 4 bis 8000 und nimmt nicht zu. Und das ultra krasse daran ist, sie muss alle 15 Minuten essen, sonst stirbt sie, weil ihr Körper denkt, sie verhungert und dann verhungert sie quasi. Bro, ist das krass. Wenn ich 4 bis 8000 Kalorien essen würde, Digga, am nächsten Tag, ich würde durchs Zimmer kugeln. Ihr könntet Fußball mit mir spielen, Billard, Bowling, alles. Alles gleich, was haben wir jetzt? Benjamin Button. Das sagt mir was. In the movie, the curious ist das case of Benjamin Button, Brad Pitt is born an old man and ja, he ages ja, ja, as he becomes Film? Younger. Brothers Michael and Matthew Clark, two okay. brothers from the UK, okay. were struck with a curious disease called leukodystrophy. Michael was 42 and Matthew was 39 when they started behaving oddly. Okay. The two were fully capable and fully functional adults with jobs and families. Soon they both lost their jobs and became more childlike, okay. buying oh things like God. Mr. Potato Head and throwing tantrums like a toddler would. Ach, leukodystrophy krass. Is a neurological disease that attacks the brain, oh spinal cord and nervous system, and only about 100 people in the UK are affected was? By it. Ladies and Gentlemen, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass es Benjamin Button auch in echt gibt. Da gibt es ja irgendeinen Film, so wo Brad Pitt irgendwie vom alten Mann zum Kind wird oder sonstiges. Und das sind jetzt die Leute, denen das in Wirklichkeit passiert ist. Umso älter sie geworden sind, umso komischer wurde das. Irgendwann haben sie ihren Job verloren mit 30 oder sonstiges, weil sie einfach sich nur noch wie Kleinkinder und Babys benommen haben und Sachen rumgeworfen haben und keine Ahnung, wie Kinder waren. Ja gut, ich meine, es gibt bestimmt auch manche mit 30, 40, die das trotzdem machen wollen, die da Spaß dran haben. Aber das ja. Aber Leute, wieder was gelernt. Benjamin Button, Hollywood Dingsbums, ist nicht nur ein Hollywood-Film, sondern ist eine wahre Begebenheit, die ich nicht wusste, aber jetzt wissen wir es. Herzlich willkommen in der Schule Marki, hier lernt ihr immer das Beste. So, jetzt Number kommen six, wir. Oh Gott. Proteus Syndrome. A UK woman named Mandy Sellers had Proteus oh Syndrome. God. It's a rare condition, 120 cases in the world, that causes large lumps, that deforms and thickens the skin and bones. Oh, doctors no. had to amputate one of her legs due to medical conditions, Bro, and even was? Then, the rest of her leg continued to grow. Oh Gott, Ladies und Gentlemen, das ist ein Syndrom, wo irgendwie eure Knochen und eure Haut anschwellt und die komplett deformieren, wenn man das Deutsch weiß. Oder, Alter, ich hau mit Fachbegriffen um mich rum, die ich nicht mal selber kenne. Wo sich dein Bein dann
einfach verstellt und anschwillt und die Knochen schwellen an, dann habt ihr ein riesiges Bein und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das kann auch irgendwie sich verkürzen und sonstiges. Also ganz schlimm, Leute. Und irgendwie 100 oder 120 Menschen haben das auf der Welt. Alter, was gibt es für komische Sachen? Okay, was haben wir jetzt? Den Fischjungen. Meet Pan Zhanghang, an 8-year-old boy from eastern China. Oh my God. He was covered in itchy, thick scales, thus the name Fish Boy. He suffers from ichthyosis, a rare genetic disease. Okay. An estimated 16,000 people are born with ichthyosis in varying severity. But Pan has one of the worst cases seen. Okay, okay, wir haben nicht erfahren, was das jetzt genau ist, aber er wurde anscheinend mit irgendeiner Krankheit geboren, die die Haut wie eine Fischhaut aussehen und machen lässt. Also er hat extrem juckende Haut und seine Haut ist quasi wie eine Fischhaut. Ich dachte zuerst schon so, Alter, der hat Superkräfte, also klingt voll dumm, aber ich dachte schon, der kann dann unter Wasser irgendwie atmen oder sonstiges, bei dem sind die Dinger so angewachsen, aber der hat tatsächlich einfach nur die Haut wie ein Fisch und sein Körper stößt das ab und dadurch juckt das alles, also sehr, sehr, sehr schlimm. Das ist so erstaunlich, was es alles für Sachen gibt, ne? Die einen haben 5 Meter dicke Beine, die anderen haben irgendwie Fischhaut, die anderen, keine Ahnung, das ist einfach nur erstaunlich. Ey, Leute, ich bin komplett, ich glaube einfach nicht, dass diese Menschen existieren. Der Titel vom Video stimmt. Was Number haben wir 10, jetzt? Tumorwoman. Die Tumorwoman. When Mercedes Talamante mysteriously doubled in weight, okay. She thought it was just a sign was? Of getting old. But after weeks of nagging from her daughter, she finally went to see a doctor, who found she actually had a 132-pound tumor. Ach du heilige Banane, sie hatte einen 130-Pfund Tumor in ihrem Bauch. Wie denn das? Ladies und Gentlemen, diese Frau, ihr habt gesehen, wie groß der Bauch ist. Ja, die ist einfach nur zu Hause gesessen und hat gesagt, nee, das ist easy, ich bin schwanger oder irgendwas passiert, keine Ahnung. Bis ihre Tochter nach wochenlangen Betteln gesagt hat, bitte, lass es mal anschauen. Dann ist sie ins Krankenhaus gegangen, dachte sich, okay, gut, mache ich mal einen kleinen Check, ne? Dann geht die ins Krankenhaus, legt sich hin und die gucken ihren Bauch an und sehen, dass sie doppelt so viel wiegt, wie sie normalerweise wiegen würde und dass sie einen 130-Pfund-Tumor im Bauch hat. Ich meine, Bro, die schleppt 130 Pfund in ihrem Bauch und ihr fällt das nicht auf? Also das ist einfach nur komisch, Leute, wie geht das? Euch muss doch irgendwie auffallen, so, yo, 130 Pfund in eurem Bauch, das ist nicht so 20 Gramm mehr oder irgendwie sowas. Und ihr denkt euch, nö, die Frau chillt einfach weiterhin zu Hause. Also ich bin komplett verwirrt, Das ist wirklich der seltsamste Fall, den wir bis jetzt in diesem Video hatten, aber Grüße gehen raus an die Tochter. Gott sei Dank hat sie die Mutter überredet, zum Arzt zu gehen. Okay, was haben wir jetzt? Julia Zlatter-Gundl. Okay. Oh Gott, was? Das ist die biegsamste Frau der Welt. This young woman from Germany is able to squeeze herself so tightly together that she fits inside suitcases and other small boxes. She holds the record for most flowers picked up in her mouth while performing a contortion back bend. Oh my God, für die meisten Blumen, die sie in dieser Pose geholt hat. And putting on a show for others. Alter Leute, sie hat einen Rekord, wo sie Blumen irgendwie aus der Vase holt, wo sie irgendwie rückwärts umbiegt. Das ist die biegsamste Frau der Welt, die passt in einen Koffer. Das heißt, ey, wenn ihr mal am Reisen seid, ihr denkt euch so, oh, Preise sehr teuer, ich nichts habe, ich nichts zahle. Dann nehmt ihr einfach einen Koffer, macht den Koffer auf, die bückt sich da rein, ab ins Gepäck, Alter, zack. Ihr habt euch einen Flug gespart. So, wen haben wir jetzt? Zion Clark. Zion If there Clark. Ever was a story of overcoming life Warte, hat er keinen Unterkörper? It's the inspiring tale of Zion Clark. This 21-year-old African-American wrestler was born without legs. Oh, er ist ohne Beine auf die Welt gekommen. Took what was normally to be a crippling deformity and turned it into a personal triumph. Moment. Even tattooing the words "No Excuse" oh my across the God, back krank. Of his shoulders. After being put up for adoption Wahnsinn. As a baby and bouncing from foster home to foster home, he still Wahnsinn. Maintained his determined and motivated mindset to succeed. He started Was wrestling eine when Legende, he was just 2 years und hat old, keinen Unterkörper. And was encouraged by a second grade teacher to start seriously pursuing the sport. Krass. When he lost every match in his junior year of high school, okay, he just er hat jedes trained Match harder verloren. And went on to become quite the competent wrestler. Und da hat Now er gesagt, in college, nee, this Digga, young ich man has his sights set on an Olympic-level career. Ach, krass, er sitzt Due bei to the tattoo oh. on his back, he doesn't believe in making excuses for good or bad Bro, decisions. Er wrestelt nur he mit einem halben Körper. Mega gutes Motto und er hat durchgezogen, Leute. Er hat früher im Wrestling immer verloren. Aber, meine Damen und Herren, er hat tatsächlich es so weit geschafft, dass er bei den Olympischen Spielen jetzt mitspielen kann, dass er wirklich da mitwrestelt. Ist ganz nach oben, ey. Und so geisteskrank, alter Schwede, der Typ ist eine
absolute Legende. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, das war's für heute. Das waren die außergewöhnlichsten und krassesten Menschen der Welt, die ihr mir zugeschickt habt. Wenn ihr noch einen Teil wollt, lasst einen Daumen nach unten da. Ich habe noch mehr. Dann checkt mir das zusammen ab. Und ganz wichtig, wenn ihr Bock habt, checkt noch mein Merchandise ab. Erster Link in der Beschreibung. Ist immer noch online. Einige Größen sind schon ausverkauft. Ich kann nicht mal mehr reden. Aber könnt ihr gerne abchecken und noch dazu das letzte Video anklicken. Hier geht es dahin. Da haben wir uns angeschaut, wie ein Hai sich an ein kleines Kind ranschleicht. Klickt drauf. Sehr, sehr krass, außergewöhnlich. Tschüss.